knallen und so, das macht mich irgendwie gerade nervös, Leute. Wow, nach oben. Hat mich jetzt erschrocken, ey. Alter, das hat's gerade so geknallt bei mir. Ja, hier, ich guck. Dann siehst du, warum es knallt. Ah! Ja. Kometen! Ja! Ich dachte, das sind die Tech-Viecher oder so. Oder irgendein Dino, der pupst. Ich habe keine Ahnung. Wobei, das transportieren... da vorne ist ja jemand hier. Warte, ich spring? Ich kann nicht springen. Nee, ich springe. Nee, nee, ich springe. André, das bist du. Weil du springst gerade nicht wahrscheinlich. Jetzt springe ich. Ja, André, du bist das. Okay. Komm, guck mal. Hier. Ich komme langsam näher. Ich kann nicht schneller. Ich grab gerade Zeug. Da. Wow, das hat lang gedauert. Lade dich ein, oder? Yo, nice. Ich war nämlich gerade fein. Alter, bist du groß. Ich fühle mich irgendwie klein neben dir. Ja, kleines. Na, Größe? Alles fit? So, hier kannst du ein bisschen Fleisch rausnehmen, David. Ja. Oh, nein, ich hab noch was zu trinken. Davon ist Wasser, davon ist Wasser. Da wo ich hingucke. Ah, okay, danke. So, alles klar. Dann würde ich mal eine kleine Anmoderation machen. Damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zur allerersten Folge Ark Extinction. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange die Einleitung geht. Ich weiß nur einen was. Wir haben jetzt, ich glaube, 9 Stunden haben wir jetzt gewartet, bis es losging. Also Release ist eigentlich um 19 Uhr gewesen. Mittlerweile ist es 4.18 Uhr. Und wir haben jetzt 9 Stunden gestreamt und 9 Stunden im Stream alle zusammen gewartet, auch mit den Zuschauern und so, bis es losgeht. Deswegen sind aktuell auch nicht so viele Leute aus dem Tribe gerade da. Die meisten pennen gerade. Aber der André ist noch da. Hallo. Und der Quarzip ist auch noch da. Uhu. So, die restlichen Leute, die werden dann die nächste Zeit dann irgendwann eintrudeln. Ich glaube, Bugs und so wird dann in 1-2 Stunden kommen, keine Ahnung. So, gut. Ja, wir sind jetzt gerade hier gespawnt. Ein bisschen was habe ich wahrscheinlich auch eingeschnitten und so, aber ne, ich wollte trotzdem jetzt nochmal Hallo sagen. Also, meine Idee wäre es, wie gesagt, dass wir jetzt erstmal hier oben bauen. Auf dieser Brücke, irgendwie. Und dann einfach so eine Strickleiter erstmal runter machen als kleine Zwischenbase. Dass wir, hier, ganz oben da. Ja, genau. Dass wir uns hier erstmal sammeln können, irgendwie. Weißt du, wenn dann auch die anderen Leute da sind und dann gemeinsam erkunden wir dann das Gebiet und wo es dann geil ist, bauen wir eine übelst geile Base, Leute. Eine richtig geile Base. Ich habe extra noch ein paar Mods installiert. Am liebsten würde ich dann so eine Base bauen wie bei Terra Nova. Ich weiß nicht, ob ein paar von euch die Serie kennen, aber ich habe extra so Mods installiert, dass wir so ein bisschen sowas bauen können irgendwie. Schau mal eben. Übrigens kann ich auch nochmal zeigen, wir sind jetzt hier in der Mitte gespawnt. Das ist das empfohlene Gebiet. Ich bin auch schon 1-2 Mal an der Spinne gestorben. Das ist ja irgendwie so eine alte Stadtruine. Ich weiß es nicht. Das sieht so ein bisschen aus wie Aberration mit mehr Gebäuden an der Oberfläche oder so. Das wird super abgefahren, Leute. Also auch die den. Nein, ich werde angegriffen. Von so ein Roboter, wie greift mich an? Wo? Warum? So ein Enforcer hat mich angegriffen. Ich guck eigentlich mal, ob ich ein Bett bauen kann. Ich hab schon ein Bett gebaut. Ich hab auch einen Schlafsack. Ah, oh, sehr schön. Und warum hat er mich angegriffen? Vielleicht sind einige, die böse sind und ja, andere... Aber das war doch der, glaube ich. Das war der, ist sonst keiner noch. Spinnt der oder was? Wo ist mein Loot? Ich weiß nicht, warst du schon oben oder nee, was? Nicht ganz, ich glaube, hier unten bist du, glaube ich. Hier, ja, aber wo ist denn mein Loot? Ich sehe es ja gar nicht. Hier, wo, na, wo, hier. Nee, ich sehe es ja gar nicht. Das ist ein Spaß, ey. Ich sehe den riesengroßen grünen Strahl auch. Und hier. Wo ist denn mein Loot? Okay. Das hab ich da auch mal irgendwann gebracht, war auch Aberration, glaube ich, oder? Irgendwo? Ja, es sieht halt immer ein bisschen aus wie ein Biegen oder so. Keine Ahnung. Ich finde mein Loot nicht, wo ist mein Loot? Wo ist mein Loot? Das müsste eigentlich einen grünen Strahl haben. Ah, okay, da. Ja. Nee, was ich sagen wollte, Leute, ist, falls ihr den noch nicht angeguckt habt, guckt euch nach dem Video am besten mal nochmal den Trailer an, den neuen, zu Ark Extinction. Das ist total krank. Das ist total krank, wird das. Also, wenn der Trailer nur halb so gut ist, also beziehungsweise nur halb so viel das hält, was er verspricht, dann wird es die mit Abstand geilste Expansion ever, die für Ark rauskam. Das wird richtig cool, richtig cool. Ich bin super gespannt drauf. Ich habe auch schon so langsam jetzt doch eine Überlegung, dass wir vielleicht doch ein Titan Wars Staffel 3 machen. Dann mit diesen großen Rochenviechern. Guckt euch einfach den Trailer an, dann wisst ihr, was ich meine. Womit ich vielleicht eine Titan Wars Staffel machen würde. Mal gucken. So. Also, darum freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir das jetzt im PvE alles erkunden können gemeinsam. Wie gesagt, der komplette Tribe, der kommt. Die kommen alle noch. Ja, gerade sind sie alle im Bett und schlafen. So, wie es aussieht, kann man ja bauen, André. Ja? Ja. Das ist schön. Und hier hinten war irgendwo ein Mikroraptor. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch da ist. Den können wir mal eben killen hier. Ich da, weiß nicht, ob wir... Da kommt er. Ich weiß nicht, ob wir davor nochmal gucken sollten.
Was ist ein Mikroraptor? Hast du nicht gesehen? Der haut ja schneller. Ich glaube. Okay, er ist auf jeden Fall weg. Könnte sein, dass er jetzt auf Quadstep geht gleich, ich weiß es nicht. Was ist da hinten? Aber eigentlich ist es, müssen wir dann immer übelst lange hin und her laufen, ne? Macht eigentlich wirklich erst Sinn. Ah, oh, hier ist ja cool, guck mal mit dem Glas drunter. Das Dumme ist nur, wir müssen da Foundation drüber bauen. Okay, ist dumm. Weiß nicht, wie geht's nicht oh, guck mal da vorne, da geht Schneegebiet los. Ja, also es verzweigt sich hier weiter, also es ist unendlich groß. Das kann man übrigens auch mal sagen, das wissen bestimmt auch noch nicht alle. Die Karte soll größer sein als die Karte von Ragnarok. Was total abgefahren ist. Ich bin gerade beim City-Terminal. Okay. Bestell mal ein Taxi. Warte, was ist denn das da? Was ist denn das dahinter, ey? Oh Mann. Aber Schneegebiet können wir jetzt noch nicht gehen, Leute. Genau genommen sollten wir uns jetzt einfach nur was raussuchen, wo. Ah, da, ich seh dich, Quadstep. Was raussuchen, so wo auch ein paar Metal Notes sind, das würde Sinn machen. Ach, da oben seid ihr. Wir hätten ja da drauf gekommen. Hochgelaufen. Ja. Wir sind übelst krass. Ja. Das Problem ist nur, ich krieg Durst, André. Ja, ich auch. Ah, Spinne bei mir. Okay, nice. Du müsstest doch Chitin bringen, oder? Ja. Axt oder Spitzhacke? Ich vergesse es. Axt. Ich glaube auch. Ja. Yo, Chitin, Leute. Nice. Kann man 10 Paste machen. Kiten. André. Hast du ein paar Stimberries für mich? Ja. Wir waren so lange gemeinsam auf der Brücke. Du siehst halt kein Schiss. Ja. Juhu! Danke. Ja. Ich fall auch gleich um. Also, ich kann dir schon mal sagen, was mich an dem Gebiet oder an der Stelle am meisten nerven wird. Oder jetzt nervt. Die ganze Zeit immer noch Schatten. Ah, ich habe bei mir Schatten ausgestellt. Das heißt, du hast die ganze Zeit Sonne, oder was? Ja. Er hat sich so, was sagst du? Das ist lame. Ey, das ist dunkel hier, man sieht keine Sonne, weil hier so viele Gebäude sind. Ja, das meine ich damit. Ach, hier unten. Komm her. Hier steht man safe. Was steht hier? Hier steht man safe, habe ich gesagt. Also ich finde, das Wasser sieht übelst cool aus hier, mit der Beleuchtung und so. Ja, das sieht auch gut aus. Ja. Was für FPS fressen würde. Down. Kommen die auch noch. Yay! Ich bin richtig gut XP, Leute. Yay! 3 sind down. Ey, das ist massig Chitin, Alter. Warte mal, da ist noch eine. Ich brauch eine down. Noch Zeit, André. Nee, ich hab. Achtung, ich spring mal runter. Ich lebe noch. Okay, Kiten, nice. Kiten. Das ist ja richtig viel Chitin jetzt, da kann man gut Zählpaste machen. Ich hab 270. Ey, sieht doch gut aus, das Wasser. Was habt ihr denn? Ist halt so ein bisschen. Geh mal rein. Ein bisschen verschwommen. Oh, jetzt geht das. Na ja, gut, 15, ja, 20 FPS. 20, was? Und jetzt 45. Also ich krieg ich nicht mit. Sie. Ich finde das ziemlich cool, glaube ich. Was aussieht. Ja, ey, lass am Wasser bauen. Hier scheint ja, doch mal die Sonne. So, Leute, weiter wait. Da müssen wir was anderes machen, noch ein bisschen leben. So. André. Dum, 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 baut am Wasser. Also, theoretisch können wir auch einfach jetzt hier bauen, wo ich bin. Irgendwie um den Tümpel. Ich glaube, das ist schlau. Wir bauen jetzt einfach um den Tümpel herum. Machen erstmal eine kleine Holzhütte und so und ein Bett. Und Metall finden wir dann schon. So viel brauchen wir jetzt am Anfang eigentlich auch gar nicht. Würde ich sagen, oder? Jo. Hallo, ich bin da. Wo seid ihr denn gespawnt? Hallo, Ryan. Hier, guck Stream. Hast du Stream an? Kannst du ja mal auf Map gucken. Stream. Warte. Guck noch kurz auf Map. Guck. Ach, falsch. Ja, so 10 Sekunden. 10 Sekunden. Bildschirm. 10 Sekunden Delay. Ich komme mir hier ins Spiel raus. Das ist zentral, ist das. Also,
Sanctuary. Warte mal, wir können doch theoretisch. Warte mal, können wir hier oben. Ey, ja, lass sie einfach auf dieser kleinen. Oh, guck mal, die Drohne da. Ich würde sagen, wir bauen auf dieser Erhebung. Hier, super! Wir bauen hier. Ich fange jetzt hier an. Wir bauen hier, Leute. So, und wie gesagt, die richtig coolen Sachen und so, die bauen wir dann erst später. Also, ich habe auch noch ein paar Mods installiert. Wo wir dann, wie gesagt, so eine Terra Nova-Siedlung bauen wollen. Und das wird, glaube ich, ziemlich cool. Aber das machen wir dann natürlich, wenn alle da sind und wenn wir einen coolen Spot haben, weil hier werden wir nicht bleiben. Also, das war nur ein kleines Zwischenlager. Sieht ganz schön abgefahren aus, ey, auf jeden Fall. Dann kümmern wir die mit einfach. Juhu, ich habe ein Bett gebaut. Der Wahnsinn. Ja, ihr wisst ja was, ich würde sagen, wir gehen richtig krass in die Höhe und machen das Haus zwei Wände hoch. Zwei Wände? Hm? Wird das dann nicht langsam instabil? Können wir uns mal weiß, ne? Hast du eine Tür? Ich habe eine Tür, ja. Komm. Pass auf. Bam. Also ich habe so einen Türrahmen und ich habe eine Tür. Bam. Komm herein. Juhu. Nicht schlecht. Hier ist noch offen. Fehlt mir noch eine Wand. Das so ein Cage mit einem Ballon dran. Echt, den kannst du schon machen? Ja. Auf Level 16 geht der. Okay. Aber wir haben nur. Ja doch, mit dem Bogen können wir den theoretisch kaputt machen. Und theoretisch. Ja, ich glaube schon. Kann ich auch so eine Leiter nehmen? Geht das? Und da braucht man Gasback-Blader. Kannst du nicht machen, hä? Nee. David, du hast doch mein Zeug eingesammelt, ne? Ja. Ein bisschen Halt für mich. Warte mal, Moment. Da haben sie etwas geduldet. So Leute, wir haben jetzt auch ein Dach. Ich mach mal 50-50, wa? Komm, wir springen mal ins Wasser, mal sehen, ob es schief geht. Okay, cool. So Leute, wir haben jetzt erstmal eine Base, die ist uneinnehmbar. Da können die Leute machen, was sie wollen. Ja, die Dinos. Bin drin. Ja, du bist ja auch in meinem Tribe. Apropos, wir müssen uns unseren Tribe-Namen überlegen. Was hast denn du da? Was hast du da oben? Ach, du hast schon zum Vieh getamed. Ja. Ein Otter. Die Otter habe ich übrigens auch noch nie gesehen, außer im Trailer. Ich habe seitdem nicht mehr normal arg gespielt. So. Ich habe hier auch ein paar Truhen hingestellt und so, ne? Da können wir jetzt unsere Sachen reinmachen. Sehr gut. Ne? So, Campfire wäre noch gut. Beam. Hm. Die Dinger hier kannst du abbauen. Echt? Ja. Was bringt das? Metall? Schau doch. Elementdust und Kristalle. Ja, erstmal die ganze Stadt abreißen. Hier, mal, die Bänke auch oder was? Ja. Alter! Gleich mal alles mitnehmen, jo. Scrap Metal! Toll. Hast du auch? Das anscheinend nicht. Ey, komm. Warte mal, was ist nächstes? Die Dinger kann man bestimmt auch abbauen. Nee, kann drauf zugreifen. Du kannst hier aus Element Dust Element machen. Was? Hm. Okay, geil. Okay, irgendwelche Waffen und so. Ja, ich denke mal, es gibt ja jetzt auch Max und so weiter. Ich denke, dass du die aus Element baust. Ich denke, du craftest Stimmt. die. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja. Baue ich direkt neben den Truhen, hm? No. No. So. Was? Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir das überhaupt schon machen können. Ja, kann man. Nice. Der Steko ist nur Level 6. Mit Steko konnte man doch wunderbar Bären farmen, oder? Oder? Ja. Ja, wenn du nur Level 6 ist. Bären farmen, ja. Dann würde ich sagen, lass den mal. Dann können wir nämlich dann mal ordentlich Nakobären wie es ranholen. Oder zumindest ein bisschen mehr.
Wer ist alles dabei? Aktuell ist noch Rinder und Quadstep. Alle anderen sind im Bett. Harter Kern. Der harte Kern ist noch da. Ah, ich bin so auf die Karte gespannt, ey, es ist unglaublich. Oh ja. Auf die verschiedenen Kreaturen. Komm der hier hoch, komm der hoch, komm der hoch. Er hat's gar nicht vor, er rennt schon weg. Oh, er rennt schon weg, okay. Ja, er ist halt echt nur Level 6, ne? Das ist halt super easy. Aber reicht halt zum Bärenfahren. Ja. Lande jetzt nicht noch irgendeine Scheiße reinrennen. Das ist so oldschool, das ist so oldschool. Ich mag's aber. So. Aber Stegos kann man easy kiten, ne? Kann das sein, dass man Pip-Sattel erst ab 38 machen? Ja, dauert nicht so lange. Renn weg! Renn weg! Kurz Angst bekommen. Ah, die bringen Prime Meat. Ja, gut, das hält aber nicht lange. ...138er Pipte. Das ist gut. Ich komm mal kurz zurück zur Base, ich weiß nicht, wo er ist. Ja, warte mal, ich muss was trinken, stimmt. Weil er ist ein bisschen zu erklären, das ist ein bisschen blöd. Oh, was ist das für einer? Ja, das Stegos ist fertig. Ja. Ist noch, 120er ist noch näher an der Base dran. Okay, warte mal, ich hau mal eben auf den Stegos und den Sattel. Wer sitzt auf dem ersten Dino, den wir getamed haben? Ich! Er ist überladen. Okay, Wein, du sitzt als erstes. Also du, ich saß als erstes drauf, du bewegst dich. Ja, genau. Und ich hau als erstes. Hau. Yeah. Das weiter. So, Ryan, dann pflück mal Bären. Ja, Mann, wir brauchen Narkotics. Einfach alles in Welt reinknallen bei dem. Ja. Und hast du Tame-Zeug dabei? Hm? Hast du Tame-Zeug dabei? Ja, für Pipte brauchen wir ja eigentlich nicht so viel. Oh. Ich habe 18 Betäubungsfeile noch dabei. Na, wenn wir Bilder drauf schießen, dann schaut das eigentlich hin. Ja, wir müssen vor allem aufpassen. Nicht in den Kopf schießen, idealerweise, ne? Siehst du mich? Ich habe übelst lange nicht mehr mit so klassischen Einstellungen und Pipte getamed. Das ist bestimmt 2 Jahre her oder so, Leute. Ja. Ich habe auch noch 3 Bolas. Ja, gut, ich habe noch genügend da, ich habe noch 2. Es geht eh nur eine. Ja. Danach fliegt er weg. Und du hast ja dann erstmal einen Cooldown. Hier ist er. Der ist 120. Okay. Ein Stück weiter, der ist 130 plus. Ja. Kann ja 2 tamen und dann. Als Innersatz, weißt du? Das letzte Mal habe ich einen Pipte getamed. Im Picksack. Okay, kommt runter. Stimmt. Machst du ja. Ja, du Betäubungsfeile kannst du mit draufballern. Hab ich ja nicht. Achso, du hast keinen? Nein. Ja. Die 18 mehr schon reichen. Der Blut ist schon da drin. Ja, aber. Oder? Unconscious. Nice. Juhu. Ich hab sogar noch 3 Prime Meat, Alter. Was geht ab? Mit dem Stego von vorhin. Die essen auch Fleisch, ne? Ja, ja. Okay. Ey, brauch noch mehr Prime Meat. Also, ich weiß gar nicht, was Taming Speed eingestellt ist, aber es ist auf jeden Fall, dauert es ein bisschen. Fischfleisch? Ich hab mal Fisch reingehauen. Das ist nicht so wie Prime Meat, oder? Ey, ich hab die ganze Zeit das Bedürfnis, den Trank reinzuhauen. Ja, das glaub das ich Food auf Null geht. Von der Eternal Mod, ey. Okay, 17,9%. Ja, das
Das passt. Also brauchen wir glaube ich nicht reindrücken. Oder? Ah, fuck. Ich hab ein Problem. Warte, ich versuch die mal rauszuboxen. Nein, da treffe ich den Dings dann auch noch. Ah, das ist blöd. Ja, mal probieren. Du weißt ja nicht. Nee, es geht nicht. Versuch mal mit der Faust. Ah, warte mal, warte mal. Ja, wenn ich jetzt schlage, dann treffe ich den. Nein, es hat funktioniert. Du bist jetzt gebullert gerade. Ich weiß, du hast mich ja gerade gebohlen, David. Ich hab das mitbekommen. Sehe ich. Nein, alles gut. Mach an. Gar nichts. Dankeschön. Ich bin wieder frei. Das Prime Meat spoilt aber bis dahin. Okay. Brauchen wir mehr Prime Meat? Ist ja noch ein Stego irgendwo. So, wie nenne ich dich? Zidir. Das war mein Wingman. Okay, Leute. Ich habe vor allem keine Ahnung, wie gut aktuell Flugsaurier sind. Die wurden ja massiv genervt vor einem Jahr oder so. Alter, der Sound. Übelst laut, ne? Und seitdem gab es ja... hatte ich ja nie wieder einen normalen Flugdino oder so. Wir gucken mal. Aber ey, das ist cool, Leute. Den jetzt noch ein bisschen leveln und dann können wir vielleicht mal kurz ein bisschen rumfliegen und die ersten Sachen angucken. Ich lese noch gerade im Twitch-Chat, dass die Welt total geil sein soll. Und so voller Details stecken soll. Und wie gesagt, die Welt ist größer als Ragnarok. Was? Ja, die ist größer als Ragnarok, Alter. Heftig. Also vom Wildcard wurde so gesagt, dass die leicht größer ist sogar. Sind die Lande bitte. Dankeschön. So, gut, Leute. Könnte man nochmal braten, hält's ein bisschen länger, aber bringt jetzt glaube ich auch nicht so viel. Okay, Petri-Sattel. Was geht das mit der 38? Ich bin. Es passt. Welches Level bist du? 39. Ui. Ja, ich habe schon viel Feature getötet. Ja. Du kriegst am meisten XP, indem du Feature tötest. Ja, ja, ich bin schon auch schon die ganze Zeit. Extra so eingestellt, weil ich das gut finde. So. Ja. So, wir brauchen Chitin-Fiber-Height. Okay, es kann sein, dass es halt. Habe ich genug? Ui, Chitin. Kann sein, dass wir zu wenig haben, oder? Mache ich das hier? Ah ne, ich kann den Sattel schon machen. Nice. Kriegst du auch noch einen zweiten hin? Warte, hast du dir den anderen geschnappt? Den werde ich mir jetzt gleich dann holen, ja. 5 Chitin brauche ich noch, dann kann ich einen machen. Chitin. Muss ich gucken, ob ich welches hab? Noch 4 Chitin. Ja klar, ich hab da welches reingetan im Schrank, da sind 35. Ich muss mal kurz einen Boxenstopp machen. So, warte, schnipp. Ich hau es dir in das Miffy rein. Dankeschön. Ey, mir macht das wieder so Spaß, so oldschool-mäßig Ark spielen. Ja. Ich glaube, ich werde super enttäuscht sein, oder? Wenn ich mit dem fliege. Gut, dass die super kacke sein soll mittlerweile. Wird erstmal super überladen sein. Die erste Enttäuschung ist da. Oh Mann, das ist aber kein Problem. Und? Ich habe eine Explorer Note gefunden. Die sieht immer geil aus. Wo? Warte mal, ich komme hingeflogen. Warte mal, wait. Ja, jetzt haut's hin. Fast schon aufgeräumt, Leute, was geht ab? Ey! Will ich den auf Wales gehen? Ein bisschen muss ich. Okay, jetzt kann ich mich schon mal bewegen. Aber ich war voll lange nicht mehr auf dem normalen Petri, ey. Schnecke! Ist sie tot? Oh, krass, Mann, Stamina. Das wird witzig. Das war 300 Weight. Joa, ist ja gut, mein lieber Sidir. Wo sind die Explorer Note, David? Fliegen wir von der Base aus in Richtung Westen. Oh ne, warte mal, in Osten? Ja, in Osten muss es sein. Okay. Ach, siehst du mich schon? Hier springen.
Noch ein Stückchen geradeaus. Links von dir. Alter. Hier. Ich dachte mir, was ist das für ein Terminal? Bin ich reingelaufen? Hä? Ist es schon immer so, dass man das so bewegen kann? Das ist komisch, ne? Deswegen sag ich, das ist voll komisch. Ne, normal war das eigentlich immer wie eine Schriftrolle oder so, ne? Ja. Aber das ist jetzt so tech-mäßig. Cool aus. Okay. Okay, wir fliegen einmal ganz hoch, Leute. Ich will jetzt mal einen Überblick über die Karte bekommen. Ihr macht nichts, ne? Alter! Was los? Okay, ich sehe leider nur bisher ein was kann ich sehen. Überall sonst ein Gebäude, aber das sieht so fett aus. Alter! Ach, da vorne, guck mal mit diesem Schutzschild und so, das hat man immer schon in diesem Teaser gesehen. Also da vorne, das ist dann Schneegebiet, ne? Oder nee, das sieht das so aus wegen dieser Puppe. Das hat der André bestimmt programmiert, Leute. Oh, ich will unbedingt die anderen Seiten. Warte mal, lass mal hier irgendwo nochmal landen. Auf diesen Plattform kommen wir doch. Ich muss halt super auf Stamina drauf achten. Ich hätte mir vielleicht noch einen Fallschirm machen sollen, das wäre schlau gewesen. Ich hoffe, das Stamina reicht aus. Diese Tabayaras, die greifen einen noch nicht an, oder? Die sind noch lieb. Ah, das sind noch so, ich weiß nicht. Das sind doch solche Drohnen. Ich weiß nicht, ob die Drohnen nicht angreifen. Ich habe jetzt kein Problem, Petri zu finden. Ich glaube eigentlich nicht, oder? Ich hoffe mal, die Drohnen lassen mich jetzt in Ruhe. Ja, okay, also das ist schon geil. Also dieses Biom hier, das sieht ja erst aus ein bisschen wie Aberration und so. Nur ein bisschen mit Gebäuden, aber wie hoch das alles ist, das ist geil. Leute. Okay, das haben wir noch voll machen. Ich will jetzt noch weiter hoch, um ehrlich zu sein. Ich will mir das alles nochmal von Weitem angucken. Die Tabayare sind lieb hier. Okay. Ja Leute, ich bin jetzt immer, wenn ich unsicher bin. So. Komm, wir machen jetzt noch weiter hoch. Also, wenn ich das hier so sehe. Boah, guck mal, wie weit es dann nach hinten geht. Und ich denke nicht, dass das ein Hintergrund irgendwie, also dass man da nicht hinkommt. Ich denke schon, dass man da hinkommt. Ja, komm, geh mal ein bisschen schneller hier. Ey, wie hoch das alles ist. Okay, guck mal, da hinten ist dann das Schneegebiet. So wie es aussieht. Da ist diese Bubbel, das sieht aus, als wäre da irgendwie so ein Krater oder so. Es sind zwei. Guck mal, da ist eine Bubbel und da ist eine Bubbel. Guck mal, hier weit, wo so ein Obelisk ist. Okay, das ist interessant. Und guck mal, da hinten, da geht das dann übelst runter, oder? Da vorne. Und da geht's ja auch noch weiter, da wird ja auch noch Gebiet sein. Da ist es, davon ist es dann bestimmt so ähnlich so wie Aberration, könnte ich mir vorstellen. Abgefahren. Okay, also ich glaube, da haben wir coole, coole Sachen, worauf wir uns echt super freuen können, ey. Hier noch das, also hier auch das mit den Gebäuden und so sieht das total geil aus, kann man sagen, was man will. Allein das hier ist total abgefahren. Ah, alles klar. Nice. Mach dir gleich einen Marker. Ja. Mach ich dann morgen. Denn, Leute, ich bin kaputt. Ich werde jetzt erstmal Schluss machen hier an dieser Stelle. Auch wenn das jetzt dann vielleicht nur eine Folge ist. Aber genau genommen habe ich jetzt 12 Stunden investiert.
Weil, wie gesagt, die ersten 9 Stunden haben wir gewartet, bis es losgeht. Jetzt ist es 6.25 Uhr. Ich werde jetzt die Folge noch fertig machen. Für YouTube. Dann haue ich mich ins Bett. Und jetzt auch an den Livestream, der gerade zuguckt. Und sobald ich wieder wach bin, um 12, 13 Uhr, whatever, keine Ahnung, 14 Uhr vielleicht. Das ist ja mein Stream. Ne? Aber ich bin gerade ziemlich fertig. So. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Denkt bitte an den Daumen-Feedback. Wäre super cool. Haut rein. Tschüssi. Schlaf gut.